Hallo ihr Lieben, hier ist der Dirk von Tennis Point. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Overgrip-Wickeln. Für die meisten Tennisspieler eine leichte Übung, aber es gibt immer noch ausreichend Tennisplayer, die sich ein bisschen schwer damit tun. Das erlebe ich regelmäßig im Store, wenn die Kunden mich fragen, Dirk, kannst du das mal bitte eben für mich machen? Weil es einfach, ja, wer es selten macht, dem fehlt so ein bisschen die Übung. Wenn ich ein Griffband, ein Overgrip wickeln möchte, dann habe ich immer parat eine Schere. Das Griffband habe ich jetzt einfach schon mal ausgepackt. In jedem Griffband ist ja auch so ein Klebeband, da kommen wir dann gleich zu. Dann fangen wir mit dem Griffband hier mal an der Stelle. Wie ihr sehen könnt, an einer Seite ist das schmal zulaufend. Manchmal denken die Leute, das wäre dann das Ende des zu wickelnden Griffbandes. Pustekuchen, das ist der Anfang. Das Ende sieht dann folgendermaßen aus. Also nicht irritieren lassen davon. Und bestimmt 90-95% aller Overgrips, die man sich käuflich erwerben kann, haben diesen schmalen Beginn und das etwas breitere Ende. Die griffige Seite ist meistens mit einer Folie versehen. Die mache ich jetzt erstmal ab. Dann auch sehr praktisch zum Beginn auf der Unterseite, also nicht auf der Griffseite. Auf der Unterseite ist am Ende ein kleiner Klebestreifen. Ja? Nicht zu klebrig, keine Sorge, aber das hilft beim Beginn des Wickelns. Jetzt nehme ich den Schläger, halte den Kopf nach unten, den Griff nach oben und diesen kleinen klebrigen Bereich setze ich einfach an. Ihr seht, es hält von alleine. Jetzt versuche ich quasi so nah wie möglich und so genau wie möglich eine Umdrehung, das Basisband darunter dient mir als Orientierung, wo ich wickeln soll, zu drehen. Und vielleicht kann man das hier ganz gut sehen. Hier ist so eine kleine Aussparung. Das ist der Moment, an dem ich anfange anzuschrägen. Also nicht so weiter wickeln, sondern so weiter wickeln. Jetzt orientiere ich mich wieder an dem Basisband. Ihr seht hier die Rillen. Und versuche einfach, ziehe es ein bisschen strammer. So, ich höre mal an der Stelle jetzt hier auf, weil ihr könnt wahrscheinlich sehen, ich habe jetzt relativ plan gewickelt, also kaum Überlappungen. Jetzt gibt es ja Spielertypen, die mögen das, dass sie so gefühlt eine Art Spurrille im Griffband haben. Deswegen gehe ich jetzt nochmal zurück. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, es überlappender zu machen. Das mache ich jetzt mal bewusst. Dann kann man das, glaube ich, hier ganz gut sehen. Es wird so ein kleines bisschen, ja, wie eine Art Spurrille. Die Vokabel passt da ganz gut. Ich persönlich präferiere aber ein etwas glatter gewickeltes Griffband. Meine Kunden frage ich auch immer, lieber Kunde, bist du einhändig Rückhandspielender oder bist du zweihändig Rückhandspielender? Weil davon mache ich abhängig, wie hoch ich eventuell nachher weiterwickel, damit der Spieler auch jederzeit mit der zweiten Hand immer noch das Overgrip dann greifen kann. So, ihr seht, ich habe hier einiges übrig und ich bin schon fast oben angekommen. Wir möchten es natürlich auch ästhetisch schön haben, dass es wirklich bündig abschließt, das Griffband. Deswegen mache ich jetzt an der Stelle Folgendes. Ich lege es mir so hin. Und ich habe jetzt hier nicht mehr viel Platz, was ich wickeln muss. Und schneide mir das ungefähr in dem Bereich hier ab. Gleichzeitig schräge ich es jetzt hier ein wenig mit der Schere an. Wickel ich weiter und durch die Anschrägung kann ich hier plan abschließen. Also das, was wir hier unten quasi mit dem schmalen Beginn als Vorteil genutzt haben, basteln wir uns jetzt hier oben selber. Daumen drauf. Jetzt wird es ein bisschen fingerfertig. Kein Problem, das Klebeband braucht man nämlich jetzt. Zack. Auch hier jenes abmachen und dann versuche ich es ganz gerade zu wickeln und abzuschließen. Das ist jetzt relativ plan und wenig überlappend. Das ist etwas, was ich persönlich mag. Wenn jetzt ein beidhändig spielender Kunde vor mir gestanden hätte und ich packe mal mit der zweiten Hand jetzt hier dran, dann seht ihr, es wird für mich schon ein bisschen knapp bei diesem Racket. Dann hätte ich den Griff ein bisschen höher gewickelt, auch wenn das über das Basisband hinausgegangen wäre. Einfach um mit der zweiten Hand auch wirklich, selbst mit dem Zeigefinger hier an der Stelle, das Griffband noch zu spüren. Also, wie ihr gesehen habt, kein Hexenwerk. Fangt mit der schmalen Seite an.
Lasst euch Zeit, wenn ihr während des Wickelns das Gefühl habt, oh, da ist eine Falte drin, das gefällt mir nicht, dann löst ihr es einfach wieder, fangt nochmal ganz in Ruhe an, orientiert euch an der, ja, also an dem Basisband darunter, das ist eine ganz gute Orientierung, und versucht, das wäre mein Tipp, nicht zu überlappend zu wickeln, weil es gibt einige Overgrips, die von vornherein nicht allzu lang sind. Und wenn ihr dann zu überlappend wickelt, fehlt euch nachher oben Griffband. Andere sind ausreichend lang, wie das jetzt in diesem Fall bei diesem Wilson-Griffband gewesen ist. Haben wir ausreichend, können wir sogar nachher was abschneiden. That's it. Versucht's mal. Schreibt mal in die Kommentare, ob es ganz gut geklappt hat, ob ich euch vielleicht helfen konnte. Ansonsten war es das erstmal von mir. Bis demnächst, euer Dirk. Advantage You.